Okay. Nein, dann mach wow, du siehst so hübsch aus. Wie oh mein Gott, kommst ey, du? Ist es dieses Two-Piece, was so ineinander geht? Fass oh mein Gott, an. Du bist so krass. Don't touch ey, das ist so krass. Don't touch das ist me, ehrlich Alter. Krass. Das ist ehrlich krass. Danke. Warum zu spät? Ist Fußball doch wichtiger? Digga, das ist Stau, Dortmund, Köln. Das und das sind die Ausreden, die in Amars Leben passieren. Schäm dich. Das tut mir leid. Aber du bist schön. Du bist schön. Habt ihr ein schönes Handballturnier gehabt? War gar kein Handball. Dodgeball. Dodgeball. Ja, natürlich, ich hab gewonnen. Gewonnen? Für dich habe ich gewonnen. Danke, Bruder Herz. Wie geht's dir? Gut. Hast du Bock auf die Show? Wenn du heute nicht mitkommst zum Döneressen, dann bin ich sehr enttäuscht von dir. Ich komm, wann ist durch? Ja. Woo! Ehrlich. Laura von Torra, hey, wow. Schaut euch mal diese schöne Moderatorin an hier. Wow. Ich krieg keine Worte raus tatsächlich gerade. Bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt, Messer? Ja, der kommt damit nicht klar. Der ist hallo. Schöne Anwender. So, geile Show, ne? Ja, wird gut. So, viel Spaß dir, Bruder, ne? Danke euch rein. Auf eine wunderbare. Heute bist du ein bisschen später gekommen, ne? Aber wir sehen uns da gleich. Das haben wir letztes Mal, by the way, schon angeschaut. Und dann hatte die Stylistin schon gesagt gehabt, super Dame, by the way. Sie hatte schon gesagt gehabt, ja, das geht dann so ein Two-Piece, das ist dann genau 1:1 und so. Das ist schon krass. Jetzt sind wir da heute und im Finale dann auch schön. Vielleicht Anzug, wer weiß. Boah, Anzug wäre krass. Mit Cappy? Mit Cappy, normal. So auf Sneaker, so diese ja, genau, flachen. Diese weißen, flachen Sneaker. Air Force, normale. Ja, genau. Test. Wenn ich heute reinkomme, wenn Amar nicht ganz laut mein Name schreit und aufsteht. Hab ich letztes Mal auch ich gemacht. Kontrolliere. Hab ich letztes Mal auch gemacht? Nein, das war zu wenig. Okay. Okay, wenn ich, okay, wir machen einen Deal. Wenn ich rede, musst du einmal ganz laut schreien. Petro, ich liebe dich. Okay, mach ich. Und ich sag dann Amar, ich dich auch. Echt? Ja. Aber warte, ich möchte, dass du das währenddessen dort trägst. Ich glaube, mein Handgelenk macht das, lässt es nicht zu. Aber ist das okay? Boah, Bruder, das kriege ich nicht hin. Wo soll ich hin? Bruder, ich hab. Du hast ein Handgelenk wie Vierjähriger. Ach du Kacke, Digga. Junge, was ist das denn? Oh mein Gott. Hat aber, sich dann auch nicht nach dem ersten, sondern nach dem letzten Urteil. Wenn der letzte Kandidat ist, wenn ich dann rede, dann schreibst du. Dann schreie ich. Ja. Okay, ich schreibe. Ich schwöre, ich schreibe. Aber auf Süd. Ich schreie einfach, Pietro, ich liebe dich. Ja? Ja? aber wenn es so ganz leise ist, so alles. Ja, alle sind so ruhig, ja. alle warten so. Und genau, bevor du anfängst zu reden, ich sage, Pietro, ich liebe dich. Okay. Ich mach das. Oh Gott, Digga, hinter den Kulissen. Es geht gerade komplett los. Wir sind wieder viel zu spät, weil wir im Stau standen. Junge, ist das dein. Auf keinen Fall. Also nicht auf den Kopf. Hier, ihr wollt was sagen. Vlog, wir lieben Mama. Gerade angekommen. Hey Leute, wir haben einfach hier die Plätze bekommen, die direkt unter der Kamera sind. Wir dürfen auf gar keinen Fall aufstehen. Er kommt so her. Jungs, nicht aufstehen, bitte nicht aufstehen. Auf gar keinen Fall aufstehen. Digga, das ist so insane hier. Alle gehen die ganze Zeit einfach nur ab. Von Fußballstadion zu Fußballstadion. Ich weiß ja, biggest NPC Moment in my life. Let's go, Junge! Der ist auch krass. Der ist echt krass, der ist echt krass. Du schuldest mir 100 Euro. Du schuldest mir 100 Euro. Der hat dich arm gemacht. Digga, Knossi, falls du das siehst, ich bin immer noch sauer auf dich und auf Perez. Beide bin ich sauer. Also ich gönn's ihm, aber ich bin sauer. Auf 100 Euro, hab ich doch gesagt. Das passiert doch. Mit
Nächstes Jahr bin ich bei DSDS. Ich bin auch einfach dabei, glaube ich, nächstes Jahr. Was ist denn? Ich kann zumindest noch singen. Sie liebt. Pietro liebt ihn. Einfach Fake Bananen, geht nicht aufs Vorbein. Und wir sind mal gespannt, was die Jury dazu sagt. Unser Jury-Leute. Ja. Du hast aber schon so ein bisschen mitgewirkt. Also ja, Stimme war da reingebracht. Ich fand die Haifische gut. Ja. Ohne Zweifel. Ja, es war so ein bisschen wie so ein Kinderlaternenzug. Finden alle total süß, ja. Aber mit Profi hat das natürlich nichts zu tun. Ich finde. Digga. Ja, schon wieder. Das ist ein Wunder, dass du jetzt schon so weit gekommen bist. Du bist wirklich durch die Top 8. Ach du Scheiße. Aber ich glaube, heute wird es. Ein Ende sein. Es ist, glaube ich, für dich heute zum Ende, aber sei stolz drauf, was du geschafft hast. Ey, Bro, sei stolz drauf, Bro. Es ist nicht einfach für Paris, weil, ich sag euch warum, jede Woche irgendwie Kommentare zu lesen, du kannst nichts, du dies, das verletzt, das tut weh. Und bei mir war das auch so, jeder hat gesagt, ich kann nichts. Und du kannst was, sonst wärst du nicht hier, Paris. Und komm, bis jetzt! Jetzt los, normal, dass da jetzt alles nicht stimmt. Pietro macht einfach Fotos. Das passiert während der Werbepause, Leute. Egal. Wir kommen gerade von der Werbung, hat eine gesungen und hier schon wieder Werbung oder so. Was für ein Scam? Warum laufen alle davon? Digga, ich hab komplett Gänsehaut, ist das geistig. Als Maul. So Leute, Halbzeit angekommen. 8 Leute sind mit dabei, 4 sind schon aufgetreten und 4 fliegen heute sogar raus. Das haben Katja! Katja! 4 fliegen heute auch noch raus. Das heißt, das wird auf jeden Fall spannend. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall, wen ich denke, wer weiterkommt und wenn. Und auch Rapper. Der ist schon bei dir gemeldet. Ist nicht so musikalisch begabt. Da kommt auch der Mann. Aber habe ich schon alles gesagt. Amar meinte gerade, es wäre gut, wenn sie rausfliegt. Auch eine sehr große Musik. Dann ist sie nicht abgehoben. Und sie antwortet nicht zu. Aber ich findet schon wieder Sachen dazu. Freunde. Ich habe recht, oder? Ja. Die Gefühle kommen am Ende vom Tod. Wenn du dann alles so ziemlich staccato da runterdudelst, können da keine großen Gefühle kommen. Deshalb bin ich dir ehrlich, bin ich auch ehrlich bei dir. Ich glaube auch, dass du es nicht ins Finale kommst. Das ist gut für dich. Das ist gut. Ey, schade, Alien, aber... Alien? Ja, heißt doch so, oder? Alien? Das ist es. Ich bin jeden Tag auf die Insel. Mal gucken, ob sie ein Hobbyfolk haben. Ja, Stefano. Oh, okay. Oh. Ich schwöre, ich war nicht auf ihrem Insta. Bro, oh, what the fuck? Bro. Digga, ja. Chill doch mal jetzt, Mann. Was hat er gerade gesagt? Einfach, dass die Wortwahl ziehen. The Weeknd gleich bei uns auf der Bühne performt von Kia. Geil. Das ist krass. Ja! Wir hören jetzt Creeping von Metro Boomin with The Weeknd und 21 Savage. Hier ist Kia Josefe. Zur DSDS, Bro. Dann wirst du auch so angegraben. Ich bin da. Es sieht los. Oh.
Check hinter DSDS-Bühne, oder? Einigen wir uns darauf? Ich hoffe doch. Bisher ein ganz geiler Samstagabend, oder? Mega. Du hast dich, finde ich, heute richtig was getraut. The Weeknd, das ist brutal schwer. Dann hast du noch getanzt und das war echt nice. Dankeschön. Ja, also toller Auftritt von dir, super. Danke, danke. Bin gespannt, was die Jury sagen wird. Hier kommt das Fachurteil. Nice, die Flashback. Katja, hat er dich begeistern können? Auf jeden Fall, du steigerst dich immer mehr. Und ich weiß noch, wo du vor uns standest und es noch so am Wanken war, ob du weiterkommst. Ich weiß, ich war auch die CD, die du auswählst. Warum liegst du das? Na? Was hast du noch nicht gesagt, ne? Ich habe immer gesagt, The Weeknd. Ende bist du durch Dieters goldene CD weitergekommen, ne? Also. Aber er wäre auch so weitergekommen. Aber egal, warum du weiter wirst, du bist richtig hier und du machst das so gut. Das ist Superstar-Level, das ist das, was ich sehen möchte und ich feiere das. Welches Level hat Kian heute ausgepackt? Kian, das war ein Superstar-Auftritt. War es wirklich krank. Genau zum richtigen Zeitpunkt, denn du willst ins Finale und das hast du heute gezeigt. Du hast geil getanzt, du hast gut gesungen und du bist hier perfekt, wirklich. Ja, ich kann ja eh sagen, was ich will, weil die Leute natürlich dann immer, ja, das ist ja seine Goldene, da muss er was Nettes zu sagen. Letztes Mal, glaube ich, letzten Samstag war ich nicht so überschwänglich, weil es war nicht so. Ne? Und Musik ist ja auch, da kann man drüber, also jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und deshalb, ich fand, das war ein internationaler Auftritt, ja. Und zwar mit allen Facetten. Ja, das war ein Superstar-würdiger Auftritt und ich bin echt. Deine Mutter geht's dir besser? Ja, ja, auf jeden Fall. Sie sind leider okay. Nicht hier, meine beiden Eltern. Wenn ihr das seht, ich liebe euch über alles. Ohne euch wäre ich nicht hier. Danke. Und ich wünsche dir natürlich, dass du weiterkommst. Das ist ja klar. Okay, Freunde, letzten 50 Sekunden. Ich predikte mal zumindest drei Leute, die safe weiter sind. Sam, Monika, Kian. Boah. Und entweder Loren oder David. Aber ich glaube Loren. Also auch ganz geschickt. Sind alle krass gekommen. Außer minus 100 Euro. Die Zuschauer haben entschieden. Alle Leitungen sind geschlossen. So eine Entscheidung muss natürlich haargenau ausgewertet werden. Vom Notar beglaube ich. Ja. Vier kommen weiter ins große Deutschland sucht den Superstar-Finale kommenden Samstag. Die Chance auf den Pietro, ich liebe dich! 23. Sie lebt, wenn ihr nächsten Samstag mit dabei seid. Chartbreaker von euch gehört. Das Publikum hat abgestimmt. Und das Voting ist beendet und entschieden. Und auch die Jungs in der Jury waren sich einig. Damit gehört das erste Finalticket einer jungen Dame, Monika! Und damit ebenfalls unter den Top 4. Loren! Aber bis jetzt habe ich zwei richtig predicted. Aber die anderen zwei müssen auch noch kommen. Ach du Scheiße. Wer löst die letzten beiden Finaltickets? Sicher weiter in der nächsten Runde. Kian. Oh, wenn Kian nicht weiter ist. Also wenn er nicht weiterkommt, dann komme ich zum Finale mit. Das ist der Easy Predict, die Kamera ist schon vorne. Bei Kian. Komm schon, bitte. Mann, bald Richtung. Als letztes ins Finale einzuziehen. Das vierte Ticket. Das vierte Ticket geht an. Kian! Und wir gehen kurz in die Werbung. Ja! Ja! Geil! Ich darf nicht aufstehen, Mann! Oh, muss man auch sagen, Pi nimmt sich da nochmal die Zeit. So wie ich beim Dodgeball-Event. Ne? Nimmt er sich hier nochmal die Zeit, macht nochmal Fotos, macht nochmal Unterschriften und so weiter. Ja! Wie krass bist du? Danke. Wie krass bist du? Bruder, ich häng da so und wo du mir gesagt hattest, dass du den Song performst. Ich war so, boah!
Wird schwierig, Digga. Was hast du da? Du warst mit Abstand, also nicht mal so, okay, ja, nee, du warst schon der Beste oder so. Mit Abstand der Beste. Oh mein Gott. Leute, was ein Ehrenmann, Amar! Danke, Bruder, danke schön. Bitte, Leute, nächste Woche ist er wieder am Start. Oder du kommst. Ich werde DSDS-Blogger oder so. Schau, du musst kommen. Ah, diesmal bist du mal bei mir im Blog, Mann. Ja, kann ich ja. Ich hab's nur vergessen diesmal, ehrlich. Okay. Ich hab's nur diesmal vergessen. Geil, Hammer. Hat es Spaß gemacht. Ich sag dir wirklich, ich hab die ganze Zeit nur auf deinen Dings gewartet. Und Gänsehaut, alles. Digga, wie du performt hast, Digga, was du da kannst. Was? Woher? War überraschend. Ja, das hat echt gestört, ehrlich. Ja. Digga, die Frauen da zu Hause. Ich freue mich einfach mega, wirklich. Das ist so ein geiles Gefühl, das glaubst du gar nicht. Leute, es ist so ein krasses Gefühl, ihr glaubt es gar nicht. Also ich kann das nicht beschreiben gerade. Von Fortnite hierher, Leute, wisst ihr, was wir überhaupt ein Freund von Fortnite hierher. Ja, hey, Pietro, ganz ehrlich. Ich hab jede Live-Show dazu, ja. Ich hab's auch geschafft, beide Live-Shows, so wie die Finalisten, auf der Bühne zu sein. Ja. Verstehst du? Also ich weiß selber nicht, wie. Ich weiß es auch nicht. Ich sag immer so, ey, ich gehöre zu Pietro, und irgendwie glauben wir alle. Hier, guck mal, ich lauf so ohne. Ja, ich versteh's nicht. Ich versteh's auch nicht. Du hast vielleicht so eine Aura vom Superstar. Ja. Gib mir ein Mikro, ich mach das hier. DSDS gewinnt 2004. 24. Wir gehen jetzt zu Lukas Poldi. Ins Mangal. Warst du schon mal da? Ein einziges Mal. Das ist schon Jahre her. Ich war einmal. Das war aber ganz nice, muss ich sagen. Hallo. Ah, Junge, du bist da, ich glaub's mir. Oh, ich hab so einen Hunger. Der Döner sieht so. Ey, Pietro. Ey, der Döner sieht so gut aus, Digga. Oh, ich hab so Hunger, Digga. Was gehört, Hotel? Wir haben noch nichts gegessen, weißt du? Wir haben noch nichts gegessen, Leute. Nein, will ich nicht. Das war nur ein Test. War nur ein Test. Okay. Also, der Poldi-Döner sieht gut aus. Ich habe das jetzt einmal gegessen in seiner Halle. Aber ich habe noch 20 zum Mitnehmen bestellt, weil ich wollte beim Feiern gehen ein bisschen angeben. Das Brot ist brutal. Das Fleisch ist sehr geil. Hassan! Ich glaube, er war zahlen, Bro. Amar wird es nicht schaffen, hier zu zahlen. Unmöglich. Okay. Hat er nicht gezahlt, ne? Hier ist noch Feiernblock, immer guter Ding. Fußball, DSDS, Feiern. Bruder, du bist der Beste. Und ich weiß immer noch nicht, wie er auf die Bühne kommt. Ich glaube, mittlerweile denken die, du gehörst zur Crew. Ich schwör sogar. Ich schwör. Digga, die denken so, auch hier diese Make-up-Artists, die kommen so plötzlich. Ey, Bruder, wirklich vom Herzen. Bruder, darf ich nicht. Hör auf, dich zu bedanken, Mann. Nein, Digga, das ist doch nichts Dings, Digga. Bruder, wenn ich zu dir Bruder sag, sagst du dir Bruder. Wenn ich nicht zu dir Bruder sag, dann geh andere Weg. Egal was im Leben ist, nie was selbstverständlich, meiner Meinung nach. Genau. Aber ich finde, geben und nehmen, das ist das Wichtige. Scheiße, was will er von mir haben, Digga? Ich will gar nichts, Scheiße. Ich will, dass du einen schönen Tag hast, Bruder. Ich hatte wundervoll. Real Talk, ich war die ganze Zeit müde, da kommt die Show, Digga. Ich häng ey, Digga, ich wieder. Boah, Pietro, hallo. Das ist der perfekte Abschluss des Videos. Perfekte Abschluss des Videos. Ah, und Pietro, das ist ein Foto. Ich seh kein Schwarz-Weiß. Ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times.